Das Ranell-Steinwerk wartet auf uns. Nee, wir sind noch nicht drin, auch wenn sie schon ein bisschen sehr danach aussieht. Keiner des Spiels werden es wissen. Nee, wir sind noch gerade bei der letzten Vorbereitung. Wir müssen noch ein letztes Ding aktivieren. Eine letzte Kombination finden und dann ist aber alles gut. Ja, dann rufe ich mal einfach hier weiter und ich glaube, hier kann ich schon wieder alles komplett fertig machen und kann hier wieder zurückstellen die Zeit. Und von hier aus einen besseren Überblick haben. So, ja, komm jetzt einfach schneller als mit dem Käfer. Ich sehe es ja eins. So, ja, genau. Von hier kann ich doch jetzt eigentlich mit dem Ding da... Ja, was macht er denn da? Er ist einfach kompletter Trottel. So, wie meint denn jetzt, dass er irgendwie mit der Bombe sofort explodiert, ey? Das ist irgendwie so... Ich will, dass die Bombe explodiert, Mann! Oh, bei Kontakt halt. So, okay, ich check das nicht. Ach, Mann, ich will das nicht... Mann, ich versinke doch hier. Das ist so toll. Ich möchte nicht versinken. So ist gut. So, wartet, jetzt meine Mitfahrgelegenheit nicht verpassen. Link, oh, okay. Whee. Und los geht's. So, muss natürlich aufpassen, weil nach einer Weile gehen die Dinger wieder kaputt. So, und ich brauche hier auch wieder Strom. Muss also irgendwie dann nochmal was anderes aktivieren. Kein Problem. Weil der Strom ist auch in der Vergangenheit hier nicht mehr möglich. Hm? So, und da ist das letzte Ding. Boah, das sind ja auch nochmal zwei Truhen. Alter, was zur Hölle? Eine kleine und eine große? Erstmal hier die große aufmachen. Oh, shit. Hups. Komm, Power, Power. Hups. Gut. Ja. Vielleicht noch ein Herzteil. Richtig geil. Ein Klumpen Müll. Ein Erz erhalten. Okay. Ja, braucht man ja auch, ne? Erz. So, und von hier oben aus habe ich noch eine gute Perspektive. Um hier mal so ein bisschen wegzuballern. Plups. So, und ich glaube, mit dem Stromdingern soll ich das auch beim ersten Mal machen müssen. Natürlich, ich glaube, man muss sich halt schon... Man muss die Dinger halt grabben. Ne? So, ich stelle mich hier hin. So. Ne, dass das Ding schon offen ist. Und dann wird halt natürlich, ja, mit dem Käfer. Aber komm, beim letzten Mal hat das so gut geklappt, Leute. Da wollte ich einfach mal gucken. Da liegt er auch schon so abholbereit. Ich glaube, der Strom macht mir auch nichts. Oh doch, macht doch was. Oh oh. Aber gerade so noch überlebt. Ja, ja. Nee. So, bringen wir das Päckchen schön zum Absender. Ja, schön zum Ziel. Oh. So. Das war's. Oder nicht? Hat sich komplett aufgelöst, so richtig in Strom verwandelt. Guten. So. Okay, die Musik nicht irgendwie so ein Quatsch machen, ne? Weil nee, hier oben ist nicht nochmal eine Truhe versteckt. Gut, erstmal die kleine und dann die große. Hm? Oh, ein Fünfer. So, was haben wir in der Big Chest da noch ein bisschen Erz? Du hast einen Monsterhorn erhalten. Dieses beeindruckende Signalhorn ist ziemlich hart und kann als Werkstoff verwendet werden. Seinen Ursprungssinn, Signale zu versenden, braucht man nicht machen. Ey, jetzt muss man drei Schätze. Dann haben wir auch die Liste zumindest schon mal so voll. So, okay. Ja. Ein letztes Mal kurz kurbeln. Tschock. Drehen und drücken. Das Feuersymbol. Jetzt ist alles aktiv. Gut. Und ich glaube, ich müsste hier auch alles haben an Truhen. Nur, was zum... Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Du hast die richtige Kombination der drei Schalter gefunden. Begib dich nun zum Hauptschalter am Ranell-Steinwerk. Und dann geht die Action auch schon wieder los. Und ich halte meine Klappe. So, da voll der Abgrund. Was ist denn für komische Lage eigentlich, wo das Gebäude einfach keinen Boden hat? Aber schöne Ventilatoren, wisst ihr? Schön, Luft muss zirkulieren. Aber Fußboden? Quatsch. Brauchen wir nicht. Was ist das hier eigentlich? Ich hätte hier, ich glaube, da kann ich eine Abkürzung mitmachen. Ja, ist natürlich... So, also es gibt so ja Abkürzungen, die sind total sinnlos. So, als ich jetzt halt hier, ne, zack, zack, stepmäßig hier hochkommen würde, aber ja, komm. Also bitte. Was ist hier noch? Oh Gott, hier ist noch eine Truhe. Kumpel, Mann. Aua. Ich hab abgeblockt mit Stichen. Verdammt. Fast die Truhe übersehen. So, muss ich aber haben. Komm her. Egal, was es ist. Es ist so Cash. Okay, gut.
Dann jetzt schon noch mal gucken. Ich glaube, die andere kleine Truhe, die werden ja quasi richtig bewacht von den Viechern. Ja, die habe ich. Okay, Bombe. Jetzt auf der Karte auch angezeigt. Jo. Gut, raus hier. Mal schnell einen Rundumblick beim Rausgehen. Gucken. Nee. Alles klar. Was? Will ich trotzdem noch mal gucken, war es das jetzt wirklich oder kann ich noch den einen Block da aktivieren? Wenn jetzt erstmal das Ranell des Steinwerks, das Steinwerk von Ranell erstmal wieder herauskommt, muss ich mal sehen. So, ich glaube, Abkürzung ist jetzt ein bisschen doof. Hey, da ist eine Truhe da oben. Kann ich die holen? Jo, und hier ist wieder was. Hier ist mal richtig so eine Schiene im Boden. Und da rollt ein Gras. Nein. Ich hier hoch? Also, okay, auch wieder mit Enterhaken. Toll. Aber das sind alles Signale, die natürlich sagen, ey, hier wird es später nochmal lustig. Hier muss man später nochmal hinkommen. Und hier kann man buddeln. Nix. Doch, oh, eine Ameise. Ich hab eine Ameise ausgebuddelt. Na gut. Noch eine Ameise. Ganz viele Ameisen sogar. So. Na, nicht rauftreten, Link. Nicht rauftreten. Link, jetzt sammel die doch mal ein. Okay. Also für Ameisen, na gut. Hüps, hüps, aber vielleicht kann ich hier hoch. Und auch hier kurz gucken, was ist hier oben? Oh, hier war richtig schön so ein Bernstein-Halbmond. Gut. Ja, aber das war's. Gehen wir wieder zurück zum Zentraltower. Ganz schnell, wieder schön mit Sandexpress-Abkürzung. Ja, denn halt, ah, den Block, den will ich haben. Von hier ist natürlich so mega weit weg da hinten. Da ist zwar auch ein Enterhaken-Spot, vielleicht ist es doch erst mit dem Enterhaken machbar. Da kann natürlich ich mich wieder irren. Aber egal. Oh, halt. So. Nochmal mitnehmen. Wie viel habe ich denn davon jetzt eigentlich? Wartet mal. Das ist bestimmt wieder richtig cool, oder? Ups. So, wut. Alter, 8 Wüstengras und 15 so eine Dinger. Richtig viel schon. Das ist so keine schlechte Ausbeute, sage ich mal. Ich habe hier ein paar Gänge gesprengt, ein Herz haben wir bekommen. Ich glaube, die Steine, die erneuern sich auch immer wieder. Kann jetzt sein? Egal, so. Und auch die Gegner natürlich. So, Gegner, komm her, du darfst ja nicht wieder... Ja, geh einfach raus, genau, wander von alleine raus. Geh tot. Leute, jetzt pass auf, jetzt kommt die große Magic, Alter. Wir haben jetzt alle Sachen gefunden. Sagt er noch irgendwas dazu? Hab alles geschafft. Du hast die richtige Kombination gefunden. Doch damit alleine wirst du das Steinwerk nicht betreten können. Du Lappen, du musst noch richtig viel lernen. Ja, sehr gut, pass auf. Hier nochmal Win! So. Einmal. Knacks. Na, warte mal, wartet nochmal. Wir haben es ja schon gesehen. An sich war ja wirklich, jede Kombination war ja eigentlich nach hier. So. Oder? Eigentlich waren die ja denn noch mal nach da, oder nicht? Was zum... Hey! Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ach ja, mir ist sofort wieder eingefallen. Ich weiß sofort wieder, was ich machen muss. Man muss auf die Karte gucken. Genau, genau. Die Symbole auf dem Hebel dieses Hauptschalters stimmen mit denen der drei bereits betätigten Schalter überein. Ich gehe davon aus, dass zwischen ihnen ein Zusammenhang besteht. Ja, genau. Man sieht auf der Karte richtig schön. Guck mal hier. Also Wasser muss nach links zeigen, Blitz nach oben und Feuer nach schräg nach unten. Alles klar, fein. Ich hab's doch gerade neu gecheckt, Alter. So, also Wasser, das war schon mal richtig. So. So, dann haben wir Feuer. Feuer muss ein bisschen weiter noch schräg. So. Und dann Donner nach ganz oben. Und das war... Also, das war's. Alles klar. Das ist es. Das Ranell Steinwerk. Und der dritte Tempel. Oh, ich wusste, dass wir was finden. So, ja, komm ich da hinten zu dem Stein oder lass ich es erstmal? Zu dem göttlichen Artefakt. Wow, Link hoch da. So, hier kann man überall am Rand rumlaufen. Sehr gut. Ich glaube, nee. Wir sind überall wieder die ganzen Sachen alle gespawnt.
Ich guck mal ganz schnell. Also dieser Block, ich kann mich natürlich hier ranhängen. Will aber noch mal kurz gucken, ob irgendwie auf irgendeiner Mauer. Guck mal, da zum Beispiel, da kann ich zum Beispiel eine Abkürzung machen. Was denn das da? Hätte ich da schon irgendwie raufgekonnt? Ich guck mal ganz schnell. Ne, da ist auch eine Truhe. Hätte ich hier irgendwie raufgekonnt? Ah, verdammt, jetzt fliegen wir gleich. Ne, da war diese komische Labyrinth da. Nee. Da könnte ich irgendwie nochmal. Nee, ich glaube, hier kann ich noch nicht hoch. Nein, dann als Alter nicht, Leute. Machen wir das alles später. Wenn wir nochmal hier zurückkommen. Gut, ich bin beruhigt. Und dann gehe ich trotzdem nochmal schnell. Bevor ich da in den Tempel reingehe, gehe ich nochmal hier nach ganz oben. Ich glaube, das ging nämlich. Ja, ja. Oh, ist hier eine Kletterwand? Ja. Ups, ups, ups. Und dann mal ganz kurz wie der König der Welt fühlen. Ja. Okay, aber. Oh, Alter. Das ist eine Aussicht hier oben, Mann. Ich werd bekloppt. Ist wieder irgendwas hier? Was sind das für komische. Sind das Augen, die hier als Symbol fungieren? Okay, ist egal, Leute. Ich wollte bloß noch mal gucken. Jetzt aber Schluss. Nee. Ich glaube, wir sind bereit und können den nächsten Tempel. Hoffentlich stürzt er nicht über uns ein. Macht mir jedenfalls Sorgen, dass Sand immer runterrieselt. Ranel Steinwerk. Ja, die Musik ist schon mal ein bisschen gruselig und unangenehm. So, kann ich hier auch schon mit Bomben werfen, auch wenn die nicht aktiv sind? Hups. Da ist Skorpione. Kleine Skorpione. Ich mach trotzdem erstmal Homeskillballer da. So, ja. So. Vollkommen tot. Oh, was sind die für kleine Viecher? Komm her, ja. Was? Alter. Double Schlitz. Die Musik ist wieder on point, ey. Die Musik ist doch geil. Was machst du denn da? Spuckst mich hier an, oder? Wow. Ja, na. Boah, voll abgeblockt. So, stirb. Stirb. Und stirb. Kann ich nicht so ja Schätze eigentlich droppen? Weißt du. Okay, Tür zu. Ich halt aber schon mal zu einem so einem Schalter. Muss aber auf den Vieh achten. Komm her. Zack. Okay, dann versuchen wir einfach mal darüber zu sprinten. Los, Link, Alter. Wow, wow, wow. Das war knapp. So, jetzt nochmal einmal eins kurz. Oh, Skorpione da oben. Okay, warte, komm her. Ja, ja. Alter. Keine Chance. Und Link, häng dich rein. Eine kleine Truhe. Ja, Link, jetzt vorsichtig. Wieder kurz warten. Weil der Sand ist echt teuflisch, ey. Der zieht so die Energie runter. Aber Energie habe ich hier ganz viel. Mann, ey, mein Schild ist auch schon wieder kaputt, fast. Ich habe einfach zu wenig abgeblockt. Oder zu wenig gut. So, wie komme ich denn jetzt dahin? Ah, ich weiß schon. Warte mal, da muss ich wieder meinen kleinen Kumpel hier holen. Der mir hilft, aus einer sicheren Entfernung Bombskettball zu zocken. Weil sonst geht das ja nicht, ne? Ups, ups. So. Da komme ich jetzt hoffentlich auch hingerannt. Weil wenn nicht... Obwohl, ist glaube ich ähnlich gleiche Entfernung. Boah, du bist so cool! So, erstes Rätsel gelöst. Und sogar noch ein bisschen Geld für abgestaubt. Ich mag ja solche sandbasierenden oder so Wüstentempel. Die sind irgendwie immer cool gestaltet. Mit dem ganzen Sand wird das halt immer so richtig antik und bedrohlich irgendwie. Okay, was haben wir denn? Oha, Hydra-Action. Die haben wir schon lange nicht mehr gesehen, seit dem ersten Tempel. So, okay. Du wisst ja Bescheid, ne? Die muss man in einer Linie, muss man die einfach killen. Oder man blockt ab, glaube ich. Abblocken ist, glaube ich, besser. Erstmal blocken. Dann kann man schon mit einer Reihe slashen. Ja, so ist es deutlich effektiver. One Zwacken, Alter, ich hab bei 1000. So, komm her, du die abblocken, Alter, und effektiv wegschwitzen. So, komm mal zwacken. Boah, danke.
Na, haust du ab, Mann. So. Oh Leute, hier muss ich immer wieder sagen, Leute, ihr wisst ja vielleicht noch, dass damals im Original Skyward Sword für die Wii, da gab es einen Game-Breaking-Bug, der es nicht möglich machte, das Spiel durchzuspielen. Und der wurde dann gefixt, damals noch mit einem extra Wii-Kanal. Und tatsächlich, Leute, es ist soweit, auch in diesem Spiel hier, in der HD-Version, gibt es einen Bug, der das ganze Spiel softlockt. Und der ist wohl hier in dem Tempel. Also seid vorsichtig, nicht wahr? Ich denke mal, das ist aber wesentlich einfacher zu beheben als noch damals. Ich kann mir vorstellen, zu dem Zeitpunkt, wo der Part hier rauskommt oder was, wo der erscheint, ist dieser Bug vielleicht schon behoben. Hat aber was zu tun mit einer gewissen Kiste später, die so ähnlich hier ist wie hier. Ich weiß jetzt nicht, ob genau die Stelle hier das ist. Ne, aber dann kann ich die benutzen. Soll ich da hoch? Da kann ich auch hoch. Alle anderen Türen sind zu. Auch nicht durch Schalter gemacht. Nein, Schlüssel. Ja, okay, gut. Ne, das ist an so einer Stelle, ich weiß gar nicht, dann kann ich die eigentlich hier kaputt machen? Da muss ich die echt... Ich kann die auch bewegen. So, aber reicht das, wenn ich hier hochkomme? Ja, tatsächlich, geil. Nee, und zwar muss man, an sich ist es auch nicht so... Ja, das passiert eigentlich nicht so oft, denke ich mal. Aber es ist an einer bestimmten Stelle, wenn man sich zwischen Wand und Block stellt und dann Pfeil ruft, dann ist das Spiel kaputt. Dann kann man nämlich den Block nicht mehr schieben und kommt nicht mehr weiter. Aber ja, gut, keine Ahnung. Also, wer ruft denn schon Pfeil? Aber ist trotzdem wichtig zu erwähnen, ich glaube, damals habe ich auch im Remake dann den Game-Breaking-Bug erwähnt. Den gibt es jetzt zum Glück nicht mehr. Also, den haben sie gepatcht. Schon gleich direkt zu Beginn. Da bist du hier natürlich, ne? Ja. Ist ja so eine Sache. Ich dachte, ich erwähne es mal. Ich kann mir aber vorstellen, wie gesagt, heutzutage wird sowas schnell gefixt. Weiß nicht, ob es im Nachhinein noch fixbar ist, wenn jemand diesen Fehler schon hat. Aber ich denke mal eigentlich schon. Warum denn nicht? Sollte nicht so wirklich schwierig sein, heutzutage jedenfalls. Aber ja, sicher Leute nochmal erwähnen, ne? Passt hier auf im Rannel-Steinwerk. Boom! Bingo! So, da kann ich jetzt hin. Ich muss da auch hin, jetzt nämlich alles andere ist zu. Alles zu, Leute. Also Link, spring einfach! Mensch, ey, das kurze Stück, wisst ihr? Wo ist Link? Hoch mit dir. Fledermäuse! Die müssen ja wieder was Schönes droppen, wenn ich sie nicht in den Abgrund klatsche. Oh, ist da schon die Karte drinne? Nein, es ist ein Keen. Ja, den können wir auch hier brauchen. So, ich guck trotzdem mal schnell hier nach. Achso. Okay, hier voll eine Abkürzung. Na gut. Ich glaube, da komme ich auch hin, wenn ich den Schlüssel jetzt benutze. Ups. So, ne? Ist immer schade, aber sowas passiert ja bei solchen Spielen. Bugs sind manchmal, ja, sehr, sehr ätzend. Aber ist auch gut, dass Leute die rausfinden. Aber ich finde halt schon, dass Dates hier speziell, wie gesagt, man muss an einer bestimmten Stelle Pfeil rufen. Also nicht jetzt irgendwie, dass die automatisch kommt oder so. Nee, das muss man schon richtig quasi erzwingen, dass das überhaupt passiert. Und dann, ja, von daher ist okay. Aber trotzdem, Leute, nein. Ich hoffe, das ist gepatcht inzwischen. Bam, 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 bam. Ach hey, wo sind wir denn jetzt? Oh, ich glaube, hier geht schon richtig los mit der Zeitenumstellung. Hier alles kaputte Maschinen. So, war das nicht auch so ein Ding, was ich wegballern kann und der explodiert das? Ich will es aber nicht, dass es explodiert, nicht in mein Face, bitte. Wutzen. Okay, ist hier alles... Achso, das ist eine Kletterwand, okay. Hier, von daher jetzt, so. Aber ist schon trotzdem ein cooler Tempel. So, der Onkel hier eine Abkürzung machen. Wenn, so, wenn ich hier irgendwann mal wieder nach oben komme. Noch geht's aber nicht, nee. Alter, voll im Stacheldrahtzaun. Wir können aber hier lang. Und dann können wir nicht. So. Wie soll ich denn jetzt hier weiterkommen? Guck ich mal schnell um. Hä? Was ist denn da oben? Ja, ich erinnere mich. Aber kann ich das denn schon von hier aus machen? Ich meine, da habe ich wieder so ein Bombending. Einfach mal grabben. Wo ist wohin damit, ne? So, grabben. So, soll ich es einfach mal da oben hinballern? Ich glaube, es geht sogar schon. Ist ja auch ein Gitter vor. Aber eine Explosion ist, glaube ich, groß genug, ne? Also, let's bomben. Nee, okay, das hat nicht geklappt.
Aber ich glaube, wenn die da ist, doch die Leiter ist da kaputt. Und ansonsten ist hier alles dicht. Ja, okay, das muss irgendwie klappen. Dann probiere ich mal so zu ballern. Nicht mit dem Fangnetz, Mensch. Nein, auch nicht so. Du bist aber auch ein Gitter, ne? Warum? Na, ob da Ding durchkommt. Na, ein bisschen runter noch. Na, oh, da könnte aber echt klappen. Oder es soll nicht klappen. Ja, ich glaube, das klappt so nicht. Genau die Lücke irgendwie, aber nö, tsching. Geht doch hoch. Achso, da kann ich doch hoch. Wartet, okay, das ist ja keine schiebbare Kiste, das ist eine Holzkiste. Also kann ich da richtig schön Boom machen. Ja, also grabben. Oh, das war knapp. Dann einfach mal Boom. So, das reicht. Ich glaube, es reicht auch wieder für den heutigen Part. Ah, es tut mir leid, aber den Schalter aktiviere ich noch schnell. Jetzt geht's ab. Und beim nächsten Mal aktiviere ich den großen... Oh, nee, okay, ich aktiviere ihn jetzt noch. Ist okay. Ich aktiviere ihn noch jetzt noch. So, da schon mit dem Käfer. Dauert ein bisschen länger, aber ist zielgenauer. Ja, mal gucken, wie weit wir beim nächsten Mal hier hinkommen und was hier der Tempelgegenstand ist. Alter, wie jetzt hier wieder alles funktioniert. Das ist ja cool. Oder nicht so cool, weil es so wieder gefährlich, Leute. Und beim nächsten Mal stellen wir uns jeder Gefahr wieder bei Skyward Sword HD. Danke für euer Interesse. Tschüss.